Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Medieval Dynasty. Ich wollte euch eigentlich erst im Frühjahr zurückholen, habe ich gesagt, oder wieder dazu holen vielmehr. Aber wir haben wieder eine Heroldsquest. Der König verlangt wieder nach uns. Die wollen wir uns mal anschauen. Ich habe auch einiges freigeschaltet, das heißt, wir werden zwischendurch auch wieder einiges bauen in den nächsten Folgen. Jetzt schauen wir aber erstmal, was der Herold von uns möchte. Der Aubert. Grüße, ich bin hier im Auftrag seiner Majestät, König Arthurs der Erste, The Lion. Ich habe eine Aufgabe für die Menschen in diesem Tal. Wir fragen mal, was der König von uns hält, weil die letzte Aufgabe hat ja nicht geklappt. Der König ist mit deiner Leistung nicht zufrieden. In Ordnung, vielen Dank für die Information. Was will der König? Der König wird eine große Hochzeitszeremonie für seine nächsten Verwandten abhalten. Er bittet all seine Untertanen, Lebensmittel für diese prestigeträchtige Veranstaltung zu liefern. Prestigeträchtige, oh Gott, ist das ein schweres Wort. Ich werde sicherstellen, die feinsten Kuchen zu liefern. Kuchen? Wir können auch gar keinen Kuchen machen, so ein Dreck. Wunderbar, ich warte auf die Lieferungen. Wenn du nicht alles hertragen möchtest, denk daran, dass du es in deinem Lager lassen kannst und mir davon erzählst, vorausgesetzt du besitzt eins. Ich werde alles dann später abholen lassen. In Ordnung, danke. Das werden wir uns jetzt erstmal angucken. Meerkornbrot, Obstkuchen und Fleischpastete. Das ist aber nicht viel, was wir brauchen, ne? Wir müssen das bis Sommer letzten nächsten Jahres, nee, gar nicht wahr, bis Herbst nächsten Jahres müssen wir es liefern. Meerkornbrot, Obstkuchen, Fleischpastete. Lass uns doch mal schauen, ob wir das vielleicht schon freischalten können. Wahrscheinlich schon. Nee, unter Handwerk dann, ne? Taverne haben wir alles erworben. Taverne 2. Haferbrötchen, Roggenbrot, Weizenbrot, Meerkornbrot. Mehl, Weizenkorn, Haferkorn, Roggenkorn, Eimer mit Wasser und zwei Eier. Schalten wir mal frei. Was war das andere? Ich habe schon wieder vergessen. Obstkuchen und Fleischpastete. Moment, Fleischpastete hat man doch auch hier irgendwo. Da wäre eine 2. Fladenbrot ist das. Fladenbrot mit Zwiebeln. Da wäre eine 3. Fleischpastete. Mehl, Eimer mit Wasser und Fischfleisch. Eimer mit Wasser und Beeren. Obsttorte? Nee, Obstkuchen sollen wir, ne? Nochmal nachschauen lieber. Obstkuchen, nicht Obsttorte. Siehst du, hätte ich fast das Falsche freigeschaltet. Obstkuchen. Mehl, Eimer mit Wasser, zwei Eier und 10 Beeren. So, wie ihr seht, wir haben noch 23.840 Münzen. Wir können also ein bisschen was freischalten. Ach, Moment, ein bisschen was freischalten, wo wir gerade dabei sind. Wo war denn das? Bei Landwirtschaft, glaube ich, und zwar im Kuhstall. Da müssen wir einen Eimer noch freischalten. Rundholz, Wollfaden und Leinfaden. Und dann werden wir erstmal in der Schmiede anweisen, dass dort die Eimer gefertigt werden sollen. Warum denn die Schmiede da? Zack. Und zwar Eimer. Nicht wundern, ich habe hier noch einige Werkzeuge freigeschaltet. Machen wir Pfeile auch mal ein bisschen weniger. Ich habe hier einige Werkzeuge freigeschaltet. Hat den Hintergrund. Auf dem Testserver ist schon das nächste Update aufgespielt. Beeinflusst uns jetzt erstmal nicht, weil wir nicht auf dem Testserver spielen. Aber das kann dann ja nicht mehr ewig dauern, bis das nächste Update zu uns kommt. Und da wird es so sein, oder soll es so sein, ist so geplant, dass die Leute Werkzeuge brauchen für ihre Arbeit und dass Tiere gefüttert werden müssen und noch ein paar andere Änderungen. Aber das ist so erstmal das Wichtigste für uns. Tiere müssen gefüttert werden und die Menschen brauchen Arbeit für ihre Arbeit, für ihren Arbeitsplatz halt. Und deshalb habe ich da schon mal ein bisschen was umgestellt.
So, ich würde sagen, ich habe mich gerade erschrocken, würde ich sagen. Nein, ich würde sagen, ich laufe zurück zum Dorf und wir sehen uns da gleich wieder. Bis gleich. Da sind wir wieder noch nicht ganz angekommen, aber ich wollte den Ausblick mit euch teilen auf unser Dorf. Das hat was, wenn man überlegt, als wir angefangen haben, war da nichts. Ja, doch, da waren ein paar mehr Bäume da links. Und auch da waren, glaube ich, ein paar mehr Bäume. Aber es war sonst kein Gebäude da. Und angefangen hat es mit einem Haus und einem winzigen Feld. Und jetzt sieht das Ganze doch schon recht stattlich aus. Ich finde sowas immer schön zu sehen, vor allen Dingen, wenn man überlegt, wie es zu Anfang war, was man dann über die Zeit alles aufgebaut hat. Ja, in der Staffel 2 wird es dann natürlich sehr viel langsamer mit dem Aufbau vorangehen. Da muss ich mal schauen, da werde ich. Ja, ich habe gesagt, ich werde nicht so viel Offscreen machen. Vielleicht aber doch, ich muss mal schauen, weil es wird sicherlich Jahre geben, also Ingame-Jahre, wo so gut wie nichts passiert. Da müssen wir mal schauen, wie das dann aussieht. So, jetzt rennen wir erstmal zurück. Wir werden uns erstmal einmal craften, ohne Ende. Was heißt ohne Ende? Also erstmal viele. Zumindest so viel wie geht. Und dann mal schauen, dass wir die mit Wasser füllen. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Müssen wir uns nochmal anschauen, wie das funktioniert. Ich glaube, man legt die auf dem Inventarslot genauso wie die Trinkflasche. Sicher bin ich mir aber nicht. So, viele Kinder hier auf den Straßen. Alle barfuß. Alles Hardcore-Jungs. So, jetzt lass uns doch erstmal schauen. Ich nehme mal an, den Eimer werden wir hier craften. Holz, Wollfaden und Leinenfaden. Holz, was für Holz? Bretter? Habe ich jetzt natürlich wieder nicht drauf geachtet. So, Leinenfaden. Oh, haben wir nur 13? Das ist aber nicht viel. Ich glaube, Rundhölzer brauchen wir, ne? Und Wollfaden. Oh, Wollfaden haben wir nur 4. Das ist aber nicht viel. Und ich bin überladen. Ach, ich habe einen Haufen Krams mitgenommen, um den zu verkaufen. Das habe ich jetzt natürlich vergessen. Gut, dann legen wir nochmal alles ab. Dann gehen wir einmal noch ins nächste Dorf und verkaufen erstmal eine Runde. Damit wir überhaupt was tragen können. Das war jetzt irgendwie anders geplant. Aber gut. Gehen wir nach Kostovia? Nee, ich würde sagen, wir gehen hier lang. Dann müssen wir nicht erst darüber. Das ist, glaube ich, ein kleines bisschen kürzer. Dann bleibt da erstmal dran. Dann werden wir ein paar Eimer craften und uns mal schauen, anschauen, wie das mit dem Wasserholen funktioniert. Und dann werden wir es wahrscheinlich so machen, dass ich erstmal Ressourcen sammle, beziehungsweise gucke, dass wir genug Ressourcen haben, um alles auf einmal herzustellen. Weil das Problem ist, wenn wir es einfach so herstellen und erstmal ins Lebensmittellager legen, dann kann es natürlich sein, dass die Leute das aufessen, bis wir es denn abgeben können. Deswegen erstmal alles herstellen und werden das dann händisch zum Herold bringen. Aber ich glaube, wir haben auch keine Beeren mehr, weil wir letztes Jahr keinen Sammler in der Jagdhütte hatten, da die unsere Sammlerin Mutter geworden ist. So, jetzt lass uns erstmal schauen. Warum habe ich eine Eisensichel dabei? Ich nehme mal an, die kann ich verkaufen. Zwei Schaufeln brauchen wir auch nicht. 50 Pfeile. Waren die Sachen so unglaublich schwer, die ich mit dabei hatte, dass ich nichts mehr tragen konnte? Mag sein. Egal, jetzt gehen wir erstmal wieder zurück und machen uns ein paar Eimer fertig. Ja, wir sind ja gleich da, wir brauchen da nicht unbedingt wegschalten. In den nächsten Folgen, da wir wahrscheinlich sowieso nicht genug Ressourcen haben, um alles fertig zu machen, werden wir in den nächsten Folgen Kuhstall bauen und mal schauen, dass wir auch schon Kühe rankriegen. Für die Kühe brauchen wir auch Eimer, damit wir die melken können. Und was viel wichtiger ist, was ich vielleicht sogar vorziehen werde, Pferdestall können wir bauen. Das heißt, wir werden uns bald das erste Pferd kaufen. Ich hoffe, unser Geld reicht für 2 Pferde. Das werden wir dann aber erst im Frühjahr machen, sehr wahrscheinlich. Einmal die Steuern abwarten, die Steuern bezahlen, noch bevor wir den Pferdestall bauen. Und dann erst den Pferdestall bauen. So, jetzt schaue ich nochmal nach, sicherheitshalber.
Oh, in beiden Fällen können wir einmal. Nee, hier ist nur ein Eimer-Symbol bei, ist ein falsches Symbol. Unterhölzer bräuchten wir. Gut. Leinenfaden und Wollfäden, das soll wohl nicht das Riesenproblem sein. Wir müssen dann nur ein bisschen Wolle anfertigen. Beziehungsweise ein bisschen Wolle verarbeiten. Wo haben wir denn die Wolle? Da, 58. Da können wir dann mal so 50 Stück mitnehmen. Wir brauchen ja mal 10 Stück für einen Faden. Sind jetzt nicht unglaublich viele Eimer, aber die Eimer gehen ja auch nicht nach der ersten Benutzung kaputt, glaube ich. So, da würde ich sagen, ich mache hier die Wolle fertig, bereite alles vor und wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ich habe alles vorbereitet. Wir können uns jetzt erstmal 8 Eimer craften. Mal gucken, wie weit wir damit auskommen. Da würde ich sagen, das dauert ja wieder einen kleinen Moment. Das schneide ich nochmal kurz weg und wir sehen uns dann gleich beim letzten Eimer wieder. So, der letzte Eimer ist in der Mache. Einen kleinen Moment hat es gedauert, aber nicht lange. Und jetzt werden wir erstmal schauen. Eimer, 8 Stück auf die 6. Und dann wählen wir die auch mal aus und nehmen die auch mal in die Hand. Geht das? Nee, können wir nicht in die Hand nehmen. Drink. Ah, mit der linken Maustaste können wir die füllen, okay. Jetzt habe ich einen Eimer mit Wasser. 2. 3 müssen wir jeden einzeln füllen, okay. Macht eigentlich auch Sinn. So. Jetzt weiß ich nicht, in welcher Version das war, aber ich hatte mal irgendeine Version gelesen, dass die Leute die Eimer verbrauchen, anstatt das Wasser in den Eimern. Ich hoffe mal, das wird jetzt nicht mehr so der Fall sein. So, jetzt müssten wir alle 8 gefüllt haben, ne? 8, 10 von 10 Wasser, alles klar. Nur 99%. Gehen aber schnell kaputt. Warum sitzt ihr hier rum? Habt ihr nichts zu tun? Gut, ihr beide könnten Mütter sein, aber was ist denn mit dir? Xabor? So, wollen wir mal schauen. Ich denke mal hier am Herd, ne? Brot, Meerkornbrot. Dafür brauchten wir Weizenkorn, Haferkorn und Roggenkorn, Eier und Mehl. Mehl, gebratenes Fleisch, Ei wird nicht das Problem sein. Ach ne, Moment, hier, die Beeren wird das Problem sein, ne? Was haben wir hier noch? Fischpastete? Ich sollte eine Fleischpastete liefern, richtig? Keine Fisch. Habe ich mich wieder vertan? Fleischpastete, Technologie, Handwerk, Taverne 3. Fleischpastete, die hier brauchen wir. Zack. Dafür brauchen wir nur einmal Wasserfleisch, Zwiebeln und Karotten. Das heißt, wahrscheinlich werden wir den Sommer noch warten müssen. Den Sommer noch durchhalten müssen. Weil wir keine Beeren mehr haben. Die Beeren wären ja ganz oben hier im Lebensmittellager. Gut, sehr schade. Aber ist dann erstmal so. Ja, jetzt im Winter werden wir sehr wahrscheinlich auch erstmal keine Gebäude bauen. Weil wir ja erstmal zusehen müssen, dass wir die Steuern bezahlen. Und wenn wir jetzt ein Gebäude bauen, dann steigen die Kosten wieder für die Steuern. Das wollen wir natürlich nicht. Wir schauen mal einmal nach, ob der Feldarbeiter hier auch fleißig arbeitet. Ja, Karotten sind schon ausgesät. Ich glaube, mehr sieht er im Winter eh nicht aus. Im letzten Jahr habe ich dem ein bisschen geholfen, so mit Zwiebeln anbauen und Flachs und sowas, weil da ist der eine nicht mehr hinterhergekommen. Hat natürlich einen großen Vorteil gehabt, wir haben noch einen Skillpunkt oder sogar 2 gemacht in Farming. So, gut Leute, da ich euch jetzt erstmal nichts mehr zeigen kann, bis auf wie ich hin und her renne, vielleicht noch die ein oder andere Sidequest mache und ein bisschen Sachen verkaufe, sehen wir uns dann wirklich erst im Frühling wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, tschüss.